Siegfried Rauch, das waren seine letzten Worte. Er rechnete nicht mit dem Tod. Diese Woche verstarb ganz überraschend Schauspieler Siegfried Rauch, 85. Das TV-Urgestein hatte jahrelang den Kapitän Jakob Paulsen in dem ZDF Eva Green das Traumschiff verkörpert. Außerdem spielte er zwischen 2008 und 2018 eine Hauptrolle in der Serie. Nach einer Feier der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort Untersöchering in Bayern war der Serienstar an plötzlichem Herzversagen gestorben. Nun ist bekannt, was seine letzten Worte waren. Mit einem Pferdeich soll sich der 85-Jährige nach einem Glas Wein von den Feuerwehrleuten auf der Feier verabschiedet haben, berichtet die Münchner Abendzeitung. Pferdeich ist im südlichen deutschsprachigen Raum eine typische Grußformel, um Tschüss zu sagen. Seine Abschiedsworte im Dialekt zeigen, dass der Verstorbene nie die Bodenhaftung verloren hatte, sicher auch ein Grund, warum der Fernsehstar so viele Fans hatte. Unerwartetes Ableben sorgte für große Trauer bei seinen Fans und Kollegen, es muss alles fürchterlich schnell gegangen sein. Wir sind alle tief betroffen. Untersöchering ist im Schockzustand, sagte Bürgermeister Reinhard Huber dem Blatt.